Hallo liebe Freunde, in diesem Video wird erzählt, wie man die Chatgeschichte, Kontakte sowie erhaltene oder gesendete Dateien und Bilder des WhatsApp Messenger auf Android wiederherstellt. Die Notwendigkeit der Wiederherstellung der Daten in WhatsApp entsteht bei den Benutzern, wenn ein Smartphone durch ein anderes ersetzt wird, nachdem versehentlich einige oder alle Chats gelöscht wurden, weil der Speicher des Smartphones gelöscht oder zurückgesetzt wurde, wenn eine Anwendung fehlgeschlagen und so weiter. So klären wir, wie man diese Daten rückgängig macht. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. So beginnen wir. Um die Korrespondenz, die vor nicht mehr als 7 Tagen ausgeführt wurde, wiederherzustellen, nachinstallieren Sie einfach die Anwendung auf Ihrem Mobilgerät. Zuerst deinstallieren, dann neu installieren. Die Tatsache ist, dass WhatsApp Ihre Daten jeden Tag automatisch sichert und im Speicher des Smartphones speichert. Eine solche Speicherung wird standardmäßig jeden Tag um 2 Uhr erstellt. Nach der Reinstallation bietet die Anwendung an, die Nachrichtengeschichte von der zuvor erstellten Backup wiederherzustellen. Tippen Sie einfach auf Wiederherstellen und das Programm stellt die Daten der letzten 7 Tage während der Installation automatisch wieder her. Ebenso enthält sich der Messenger, wenn er ein manuell erstellter Backup aller Chat- und Mediendateien Ihres Kontos erkennt. Wie können Sie es schaffen? Um den Backup von WhatsApp-Chats und Mediendateien zu schaffen, machen Sie folgende Schritte. Starten Sie Messenger, gehen Sie zu den Einstellungen Chats, Backup-Chats. Hier sehen Sie die grüne Schaltfläche Backup. Wenn Sie darauf klicken, erstellen Sie ein Backup aller Chats und Medien Ihrer WhatsApp auf diesem Gerät. Es wird in 2 Kopien erstellt. Eine im Speicher des Geräts und die andere in Ihrem Google Drive. Dies ist noch nur möglich, wenn das Gerät mit Ihrem Google-Konto synchronisiert ist. Und die Häufigkeit des Backups auf Google Drive kann eingestellt werden. Klicken Sie auf Backup auf Google Drive und wählen Sie die gewünschte Häufigkeit. Wenn Sie zu Google Drive gehen, egal ob von einem PC oder Smartphone, sehen Sie im Menü Backup Ihr Backup. Und jetzt bei der Reinstallation von WhatsApp auf diesem Gerät wird das neue Backup erkannt und die Wiederherstellung des Verlaufs von diesem Gerät angeboten. Wenn Sie Ihr Gerät ändern, synchronisieren Sie es mit Ihrem Google-Konto und installieren Sie die Google Drive-Anwendung drauf. Und WhatsApp bietet während der Installation die Wiederherstellung des Verlaufs von einer Sicherungskopie an, die auf Google Drive verfügbar ist. So können Sie den WhatsApp-Verlauf einfach von einem Gerät auf ein anderes übertragen, wenn es ersetzt wird. Was ist, wenn keine Sicherung vorhanden ist? Wiederherstellen von Chats, die älterer als 7 Tage sind, ohne ein manuell erstelltes Backup ist schwierig. Wechseln Sie dazu in den Ordner im Speicher Ihres Geräts, in dem WhatsApp Sicherungskopien von Benutzerchats speichert. Die Standardeinstellung lautet WhatsApp Databases. Wenn Sie zu diesem Ordner wechseln, sehen Sie eine Datei mit dem Namen msgsstore.db.crypt12 und einige weitere Dateien mit dem Namen msgstore und Datum 1db.crypt12. msgstore.db.crypt12
ist die Datei mit der neuesten WhatsApp-Chat-Sicherung. Aus dieser Datei werden Chats und Kontakte nach der Neuinstallation von WhatsApp automatisch wiederhergestellt. MSG Store und Datum 1db-12 ist eine Sicherungskopie von Anwendungschats für ein bestimmtes Datum, das im Dateinamen angeboten ist. In unserem Fall handelt es sich um eine Sicherungskopie der Chats für eine bestimmte Anzahl. Hier wird das Datum eingesetzt. Wenn Chats ab einem bestimmten Datum wiederhergestellt werden müssen, suchen Sie die Datei, deren Name dieses Datum enthält, und benennen Sie sie in MSG Store db-12 um. Entfernen Sie anschließend WhatsApp von Ihrem Gerät und installieren Sie es erneut. Während des Installationsvorgangs bittet das Programm die Wiederherstellung der erkannten Sicherung von Chats und Kontakten an, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben. Stellen Sie es wieder her und der Verlauf der zuvor unbenannten Dateien wird wiederhergestellt. Beachten Sie jedoch, dass durch diesen Vorgang der aktuelle Chatverlauf von Ihrem Gerät gelöscht wird. Dies sind die Chats, die nach dem Erstellen einer wiederhergestellten Sicherung erstellt wurden. Wenn Sie manuell eine Sicherungskopie von Chats erstellen, wird diese auch in einer Datei mit dem Namen MSG Store db-12 gespeichert. Um die von Ihnen manuell erstellte Chats-Datei nicht zu verlieren, benennen Sie sie um und speichern Sie sie an einem geeigneten Ort. Und wenn Sie den Chat von ihm wiederherstellen müssen, benennen Sie diese Datei zurück in msgstore.db.crypt12. Ich habe bereits gesagt, dass die beim Wechseln des Smartphones den WhatsApp-Chat-Verlauf mit Hilfe einer Sicherungskopie an Google Drive übertragen können. Sie können dies auch tun, indem Sie die Dateien in den Ordner WhatsApp Databases übertragen. Aus irgendeinem Grund haben Sie plötzlich ein altes Gerät, das nicht mit einem Google-Konto synchronisiert ist. Und auf Google Drive kann keine Sicherungskopie erstellt werden. Wenn Sie Ihr Smartphone auf ein neues ausgetauscht haben und das Korrespondenzprotokoll Ihres alten Geräts wiederherstellen müssen, übertragen Sie dazu Dateien aus dem Ordner WhatsApp Databases altes Telefon auf ein neues. Während der Installation von WhatsApp erkennt die Anwendung die Sicherung der Chats und bietet an, diese wiederherzustellen. Die Wiederherstellung der gelöschten WhatsApp-Bilder, Video- und Audiodateien. Alle mit WhatsApp gesendeten oder empfangenen Dateien, Bilder, Audio-, Videodokumente usw. so werden von der Anwendung im Ordner WhatsApp Media gespeichert. Wenn Sie über internen Speicher verfügen, befindet sich der WhatsApp-Ordner im internen Speicher. Wenn Sie keinen internen Speicher haben, befindet sich der Ordner auf der Speicherkarte. Wenn solche Dateien aus dem Chat gelöscht werden, werden sie weiterhin im angegebenen Ordner gespeichert. Gehen Sie einfach zu WhatsApp Media und öffnen Sie den Ordner, der dem Typ der gesuchten Datei entspricht. Wenn Sie gelöschte Bilder, Videos oder Audiodateien aus dem WhatsApp-Chat von einem Android-Smartphone oder Tablet wiederherstellen müssen, so können Sie dies auf von mir im vorherigen Videos beschriebene Weise tun. Ich werde einen Link dazu in der Beschreibung hinterlassen. Das war alles für heute. Daumen hoch und abonnieren Sie den Hetman Software-Kanal. Wenn Sie weitere Fragen haben, stellen Sie diese in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.